Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder euer Osi Wolfersen mit einer weiteren Jahresabschlussrede. Und dieses Mal für das Jahr 2021. Man glaubt es ja kaum. Wir machen das jetzt schon das siebte Mal. Und ich habe die letzten Tage schon mal ein bisschen reingeguckt, auch in die Jahresabschlussreden der vergangenen Jahre. Und ich muss erstaunt feststellen, die Zeit, sie rast einfach nur. Sie rast einfach nur wie im Fluge. Und auch dieses Jahr stehe ich wieder hier in meiner kleinen eigenen Welt, die wir in dem Jahr 2021, ja, boah, eigentlich gar nicht angetastet haben. Wir haben kein Let's Play mehr gemacht, wir haben kein Minecraft mehr gespielt. Wir stehen hier wieder an unserem kleinen Strand mit der Blickweite in Richtung Schiff, Aussichtsturm, Kirchturm und Häuschen. Dahinter das Lagerhaus und alles andere, und wir haben nicht großartig darin gespielt. Es ist eigentlich nur noch, ja, um hier zu stehen und mal wieder innezuhalten, mal wieder die Gedanken kreisen zu lassen und ein Jahr Revue passieren zu lassen, was eigentlich wieder mega schnell vergangen ist. Und boah, was es schon wieder auf seine eigene Art und Weise ganz schön in sich hatte. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, weil wir die letzten Jahre immer so bei über einer Stunde waren, dass ich das eigentlich dieses Jahr gar nicht so extrem ausdehnen will. Der Zeitpunkt der Aufnahme befindet sich quasi in der Nacht vom 23. Dezember zum 24. Dezember. Wir können also nicht mal das ganze Jahr Revue passieren lassen, weil wir einfach die letzten Tage gar nicht dazu kommen. Wenn ihr das Video schaut, ist diese Zeit vielleicht schon vergangen. Ich werde das Video sicherlich auch in der Weihnachtszeit hochgeladen haben. Ihr seht das ja dann. Und ich will eigentlich auch gar nicht um den heißen Brei herumreden, aber die letzten Tage habe ich mich freiwillig mehr oder weniger auch ein bisschen Weihnachten für die Arbeit entschieden, weil ich sag mir so, sollen doch die Kolleginnen zu Hause bleiben, die eventuell Familie haben, selber Kinder haben oder sogar schon Enkelkinder haben, einfach für die Weihnachten auch ein bisschen was Besonderes ist. Für mich war das als Kind das Event des Jahres. Ich habe mich immer gefreut, wie ein junger Hund, und ja, die letzten Jahre ist das einfach nicht mehr so. Ich meine, mit der Familie, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und so, aber Weihnachten, ich sag mal so, es gibt eben einfach auch andere Anlässe, wo man zusammensitzen kann, und man muss es nicht immer auf Weihnachten beschränken. Auch die ganze Schenkerei, das haben wir uns die letzten Jahre im wahrsten Sinne des Wortes geschenkt. Wir machen es einfach nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Jahr 2021 begann, wie das alte aufgehört hatte. Wir hatten nun im letzten Jahr, was ihr ja schon so ein bisschen im Highlight-Video des Jahres 2020 gesehen habt, Silvester in diesem Jahr auf Arbeit verbracht. Wir hatten in der Tat Silvester Spätdienst, Bereitschaft. Ich habe mich dann mit einer Kollegin aus dem Nachtdienst noch ein bisschen hingesetzt, wir haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen unterhalten, den ganzen Laden dort, waren dann Mitternacht rausgegangen, haben noch ein bisschen Knallzeug vom Jahr zuvor in die Luft geschossen. Ja, und es war mal was anderes, weil ich dann eigentlich nach Hause gefahren bin, alleine war. Es war eigentlich ein Silvester, was nach 2013 das erste war, was ich in diesem Sinne dann nicht mit großartigen Gästen oder was auch immer verbracht habe. So. Kippchen brennt. Glas Wein ist gefüllt. In diesem Sinne
Vino Rosso Chapeau. Oh ja, das habe ich vermisst, mich einfach wieder hier hinzusetzen, unabhängig davon mit einem riesen Stichpunktzettel, weil die Gehirnzellen waren eben auch langsam grau. Wir lassen das jetzt einfach mal über uns geschehen. Wie gesagt, das Jahr hat angefangen, wie das andere aufgehört hat. Wir befinden uns ja nach wie vor in der Corona-Situation, auf die ich vielleicht gar nicht auch so explizit eingehen möchte, weil das ist einfach ein Thema, was sehr an den Nerven zehrt, auch die letzten Wochen sehr an den Nerven gezehrt hat und was schlicht und ergreifend auch inzwischen fast keiner mehr hören kann und ich selber auch nicht mehr so sehr an mich ranlasse. Wir lassen das einfach über uns ergehen. Es sind Sachen dabei, die können wir sowieso nicht ändern. Und ja, es war nun mal so. Ne? Es war alles ein bisschen eingeschränkt, das Leben war ein kleines Stück heruntergefahren. Wie gesagt, Silvester, unabhängig davon, dass wir es mehr oder weniger auf der Arbeit verbracht haben, war trotzdem ganz angenehm. Feuerwerk etc. war ja ohnehin verboten. Es hat trotzdem mörderisch geknallt in der Stadt, ne? Görlitz, an der Grenze zu Polen. Die Leute wissen schon, wo sie sich das Zeug organisieren. Legalität mal dahingestellt oder seien es noch Sachen gewesen, die teilweise von den letzten Jahren waren. Solange wenig in der Öffentlichkeit mit zig Leuten geschossen wurde, sei es mal dahingestellt, was die Leute dann machen und wer hier was in die Luft jagt. Ich fand es ganz angenehm, es war trotzdem relativ okay und wir haben uns eigentlich sehr, ja eigentlich schon wieder zu hohe Ansprüche an das Jahr 2021 gestellt. Es ist nun mal einfach so. Es ist nun mal einfach so und jedes Jahr aufs Neue werden wir eigentlich enttäuscht. Natürlich gab es auch Sachen, die durchweg positiv waren. Deswegen, ja, gehen wir mal ein bisschen chronologisch. Bei dem einen oder anderen Thema werden wir vielleicht ein bisschen abdriften. Die Leute, die mir und meinem Kanal treu bleiben, beziehungsweise die mich schon länger kennen, die haben ja sicherlich auch das ein oder andere Video gesehen, was wir so gemacht haben. Es fing alles damit an, dass wir eigentlich einen relativ passablen Winter hatten. Im Jahr 2021, was die Monate Januar, Februar und sogar noch März bis in den April rein anging. Wir hatten viel Schnee, wir hatten auch eine angenehme Kälte. Also es gab Tage, wo wir wirklich durchweg mal 20, 30 cm Schnee überall liegen hatten, der dann auch geblieben ist durch die Temperaturen. Wenn man natürlich sehr oft mit Autofreischaufeln beschäftigt war und lauter solchen Hürden, die der Winter nun mal mit sich bringt. Aber es ist mir allemal lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich ja eigentlich ein Sommermensch bin, im Winter richtig schön Schnee und eine angenehme Kälte, wo die Luft so richtig schön sauber ist zu haben, als so ein Matsch oder Grau oder keine Ahnung, so Wind und Regen und einfach nur Schmuddelwetter, wie man das bei uns immer so schön beherzt sagt. Ist mir allemal lieber, wenn wir eine richtig schöne geschlossene Schneedecke haben und die sich auch ein paar Wochen oder Monate hält. Ja, wir haben dann auch Mitte Januar, respektive war es vielleicht sogar schon Ende Januar, genau habe ich es nicht auf dem Schirm, haben wir einen schönen Ausflug sogar noch gemacht im Winter. Auch das Video findet ihr auf meinem Kanal, wo wir mit einer guten Freundin auf die Landeskrone hochgelaufen sind, hier in Görlitz. Auch sehr schön. Tolles Wetter, schöne Gegend, wunderbar. Und ein paar Wochen später sind wir dann auch nochmal, oder beziehungsweise bin ich alleine gefahren, nochmal eine Runde. Habe ich mich da durch Görlitz Umgebung ein bisschen geschlagen und bin zum Schluss dann unten an der Neiße, dem Grenzfluss zu Polen gelandet, am Viadukt ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Auch das alles findet ihr auf meinem Kanal. Ja, während der Winter so ins Land strich, natürlich, wie gesagt, Corona allgegenwärtig, stand immer im Hintergrund und es gab natürlich auch wieder einen entsprechenden Lockdown. Alles wurde wieder aufs Minimum heruntergefahren. Im ganzen Land, in der ganzen Stadt, die Kontakte wurden natürlich ein bisschen weniger. Hinzu kam, wie gesagt, die Kälte. Man kann eben nicht so viel machen, wenn es schönes Wetter ist und sowas. Natürlich geht man mal raus und genießt ein bisschen die angenehme Luft, wo ich immer sage, dass ich das eben sehr als angenehm empfinde. Und dennoch, diese dunkle Jahreszeit, kalt, dazu der Lockdown, alles ein bisschen beschränkt. Es kam einfach wieder eine Zeit, wo einem sprichwörtlich die Decke auf den Kopf geknallt ist, Leute. Es ist einfach mal so. Da brauchen wir uns nichts vormachen und ich glaube, dass gerade hinsichtlich dieser aktuellen Situation und dieser ganzen Zeit generell, ich weiß nicht, es ist alles stressiger geworden. Die Leute sind ein bisschen
unzugänglicher geworden, so auch in der Öffentlichkeit. Es hat vieles nachgelassen und man rutscht ganz einfach immer so ein Stück weit in so eine kleine Winterdepression hinein. Da gibt es eben auch mal Tage, da zieht man sich selber ein bisschen runter, schottet sich ab, isoliert sich, macht mal das Handy ein, zwei Tage aus, wenn man nicht gerade arbeiten muss oder sowas, eben wirklich komplett die sozialen Kontakte auf Null gefahren. Stimmt sich dann selber noch so ein bisschen trüb, ne? Hört dann irgendwelche Musik, so wie gerade ein bisschen so im Hintergrund läuft, ein bisschen was Gediegenes, ein bisschen was Ruhiges. Eigentlich auch nachdenkliche, teilweise traurige Musik. Und es gibt auch Momente, da kann man der härteste Mann der Welt sein. Das ist, dass man einfach mal Tränen vergießt. Na, ich gehe ja mit meinen Emotionen eigentlich sehr offen um. Ich erinnere auch an die Jahresabschlussrede vor 2 Jahren, als wieder ein guter Familienangehöriger und auch Freund verstorben war. Und ich dann doch ein bisschen mit den Tränen kämpfen musste, ganz am Schluss, wo wir das Thema nochmal sehr ausführlich behandelt hatten. Und das Leben gibt einem einfach, wie ich es damals schon gesagt habe, es gibt einem einfach immer so eine Klatsche. Man rennt und rennt und rennt. Es kommt immer mal von vorne so eine Klatsche, man fällt hin, von hinten reißen einem die Hände, die greifen nach einem, wollen einen immer wieder zu Fall bringen. Man rennt und rennt und rennt und plötzlich kommt von vorne so eine Hand und feuert dir voll ins Gesicht und du fliegst erstmal massiv auf die Fresse und dann dauert es ein bisschen länger, bis man wieder aufgestanden ist. Das ist einfach so, da braucht man uns wie gesagt nichts vormachen und ich glaube, ich spreche für die meisten. Man braucht dann auch einfach mal diese Isolation, in Anführungsstrichen. Man schottet sich ein bisschen ab, man grübelt mal wieder, man kommt mal wieder mit sich ins Reine und Tränen spülen ja bekanntlich ein bisschen das Schlechte aus dem Körper heraus. Es hilft einem ungemein und es geht einem danach auch wieder besser. Es kommt dann mal wieder so ein Tag, da scheint auch wieder die Sonne, auch im Herzen, auch im Kopf und man ist dann einfach wieder voll im Leben und das Vitamin D, das boostet einen so nach oben, dass man plötzlich wieder voll im Leben steht und eigentlich Bäume ausreißen könnte. Genau diese Situation habe ich dann auch genutzt und ich habe gesagt, okay, wir ändern mal ein paar kleinere Sachen im Leben. Hatte mir ja nun schon im vorigen Jahr mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wir kaufen uns mal ein neues Auto. Ja, sagt man so einfach. Aber es war ja auch alles eine Sache, man kann sich keinen, also in unserem Durchschnittsverbrauch, sage ich jetzt mal, oder im Durchschnittsverdienst, dass man sich jetzt einen Neuwagen kauft. Das bringt auch einfach nichts. Ne? Der Mehrwert ist einfach komplett gefallen, sobald man mit dem Ding vom Hof fährt. Aber ein angenehm gebrauchtes, was vielleicht nicht älter wie 10 Jahre ist, habe ich mir beschlossen, weil mein altes Auto war einfach jetzt schon 20 Jahre. Es kamen immer mehr Reparaturen hinzu. Es hätte jetzt noch im Februar dieses Jahres hätte das noch ein Jahr TÜV gehabt, aber es kamen eben schon wieder Reparaturen, die in den Tausender-Bereich gegangen wären, wo ich gesagt habe, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Es stand im Raum Kredit, es stand im Raum Finanzierung, habe mich für die Finanzierung entschieden, weil es einfach die deutlich günstigere Variante ist. Habe mich dann für einen Opel Astra J Sportstourer entschieden, 2011er Baujahr, also genau 10 Jahre alt. Erschwinglicher Preis, reden wir jetzt nicht drüber. Die, die mich kennen, die wissen es ohnehin. Und ja, schönes, passables Auto. Alles an Komfort drin, was ich brauche. Stauraum, den ich ja hin und wieder brauche. Und dennoch so ein bisschen das Gefühl, als würde man im Sessel sitzen. Ja, habe mich also damit dann beschäftigt, habe mir das Auto dann Anfang Februar angeschaut, habe die Probefahrt vereinbart, habe dann einen Kauftermin vereinbart, habe mir das Ende Februar geholt, habe mein vorheriges Auto abgemeldet und habe ja einen guten Freund, kann man sagen, der ja, wo ich vielleicht schon mal drüber gesprochen habe, vor reichlich 2,5 Jahren eine eigene Pizzeria aufgemacht hat und sein Auto war gerade zu dem Zeitpunkt in der Werkstatt. Auch kaputt und dauerte wohl ein bisschen länger, bis das alles repariert ist und auch das Geld zusammen ist. Da habe ich einfach gesagt, weißt du was? Was würde ich für das Auto jetzt noch bekommen? Würde ich ihn irgendwo geben? Ich gebe dir das Auto. Und darf hin und wieder mal bei dir kostenlos essen. So, da waren wir quitt. Natürlich haben das andere jetzt nicht so sehr verstanden, aber ich bin da eigentlich auch ein sehr großzügiger Mensch. Und ich sag mal, ob ich mir jetzt 200 Euro in die Tasche gesteckt habe oder ob ich ein halbes Jahr umsonst essen kann, jederzeit, wann ich gerade Lust habe, kommt am Ende fast aufs selbe raus.
Ja, neues Auto, wie gesagt, alles gut und schön. War sehr zufrieden damit. Komme jetzt vielleicht auch ein bisschen aus dem Kontext und so, aber das ist jetzt, wir reden jetzt immer noch so von Februar, März rum. Es gab so einige Sachen, die sich immer im Hintergrund abgespielt haben. Freundschaften, Familie, Arbeit, das ist eben alles dann so, ich sag mal in Anführungsstrichen, dasselbe geblieben. Es haben sich keine extremen Sachen abgespielt, die jetzt irgendwie in irgendeiner Form erwähnungswert wären. Nebenbei fällt hier meine Katze fast von der Heizung. Okay, alles klar. Ja gut, man ist eben nicht ganz allein. Auch wenn ich mir jetzt, wie gesagt, diesen Zeitpunkt ausgewählt habe. Ruhe, es ist dunkel, es klingelt keiner mehr, es möchte keiner mehr was von mir, man kann in Ruhe sprechen. Aber ihr wisst ja, wie die Katzen sind. Ja, es hatte sich dann alles so ein bisschen gelichtet zwischendurch. Es kam dann nochmal so eine Phase, wo das mit dem ganzen Corona nochmal wieder von vorne losging. Und ja, ihr kennt es ja selber, wir haben das ja jetzt nur schon ein paar Mal durchgespielt, die Geschichte. Von Anfang 2020 bis jetzt Ende 2021. Es ist, wie gesagt, ich will nicht zu tief drauf eingehen, aber das Land eiert komplett rum. Man hätte rigoros von Anfang an sagen müssen, so ist es und so hat es zu sein. Und nicht immer dieses, wir lockern jetzt wieder, es ist alles wieder ganz normal, wir machen wieder neue Maßnahmen, sobald die Zahlen dann ein bisschen steigen. Wir lockern wieder, wir ziehen wieder an. Es ist ein ewiges Rumgeeier und wenn die so weitermachen, dann haben wir das ganze Thema in 5 Jahren, in 10 Jahren noch an der Backe, ganz ehrlich. Ja, dann kam natürlich auch die Zeit hinzu. Es war nach wie vor, wie gesagt, sehr kalt im März. Wir hatten noch keinen wirklichen Frühling so. Und man war eigentlich auch schon wieder drauf und dran. Ja, irgendwann muss es ja mit dem Garten mal wieder losgehen. Man war hin und wieder mal da. Man hat mal wieder nach dem Rechten geschaut. Auf Arbeit wurde es dann im März, April rum, wurde es dann hin und wieder mal sehr stressig. Wir hatten, wie gesagt, ich mache da kein Geheimnis mehr draus. Die meisten wissen es ja, wie gesagt, schon ambulanter Pflegedienst. Es ist ja mal, es gibt stressige Tage, es gibt ruhige Tage. Man kann sich die Zeit selber einteilen. Man hat keinen, der hinter einem steht und alles kritisiert oder kontrolliert. Man ist sein eigener Chef und kann sich die Zeiten selber einteilen. Grob gesagt. Natürlich nicht im übertragenen Sinne. Es gab Zeiten, da sind wir wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen. Und wenn du da mal so eine Woche hattest, wo du wirklich mal 7 Tage am Stück arbeiten bist, da hattest du schon mal durchaus die Schnauze voll. Ja, wir hatten intensivere Fälle gehabt. Wie gesagt, um jetzt noch am Rande des Datenschutzes zu bleiben. Es war einfach eine stressige Zeit und man hatte eigentlich so ein bisschen die Schnauze voll, hat sich den Frühling hergesehnt, hat sich ruhigere Tage herbeigesehnt. Es war einfach so. Der Frühling hielt dann irgendwann auch Einzug. Ich rede jetzt mal so von Anfang April, wo dann mal so langsam die Tage etwas milder wurden. Wir haben angefangen, die ersten Male im Garten zu grillen. Wir haben angefangen, im Garten Kartoffeln zu stecken. Zwiebeln zu stecken, Möhren, Radieschen, Bohnen, die letztendlich nicht geworden sind. Die Kartoffeln und die Zwiebeln habe ich geerntet. Das war ja nur das erste Mal, dass wir das gemacht haben, nachdem ich den Garten jetzt inzwischen auch schon über 2 Jahre habe. Es war einfach wieder der Ausgleich da. Ich habe mir dann auch gewünscht, über die wärmere Jahreszeit ein bisschen mehr Frühdienst zu machen, dass ich eben Nachmittag doch ein bisschen Zeit habe für den Garten. Es wurde dem Ganzen auch gerecht geworden. Wir hatten sehr tolerante Kollegen, Kolleginnen. Das hat jetzt nichts mit Gendern zu tun. Ich bin nun mal der Hahn im Korb, oder wir haben nur Frauen sonst. Ja. Und es kam so die Zeit, wo wir eigentlich wieder ein bisschen Optimismus gepflegt haben. Es hat sich so ein bisschen hingezogen, weil der April war mittelprächtig. Selbst der Mai war noch irrsinnig kalt gewesen. Ja, und es sind dann nicht so viele Sachen zustande gekommen. Wie gesagt, die Videos, die ihr bei YouTube seht, sind ja ein bisschen chronologisch geordnet. Dies und das. Es gab ja nun mal ein paar Sachen, die stattgefunden haben, aber nicht zu viel. Und ehe dann der Sommer so richtig Einzug gehalten hat, wir machen das jetzt sehr sprunghaft, gerade hatten wir noch Winter, jetzt sind wir schon wieder fast beim Sommer, war es dann tatsächlich schon Anfang Juni. Also wir hatten einen kalten April, wir hatten einen kalten Mai, das war alles sehr durchwachsen. Und ja,
letztendlich ist da alles nicht so richtig ins Laufen gekommen. Wir hatten das Jahr zuvor sicherlich schon 10-mal im Garten gegrillt und hatten es da in diesem Jahr vielleicht auf 2 oder 3-mal geschafft. Es war einfach immer nie so das richtige Wetter. Wenn es nicht gerade kalt war, dann hat es geregnet oder ach, keine Ahnung, es war einfach schwierig. So. Ja. Hielt der Sommereinzug, lockerten sich natürlich die ganzen Corona-Maßnahmen. Ich habe es ja gerade schon angeschnitten. Das ewige Auf und Ab in unserem Staat. Wo ich als alleinständige Person natürlich nicht dran rütteln kann. Natürlich gehen Leute auf die Barrikaden, aber seien wir mal ganz ehrlich, was hat man davon? Hat es irgendwas gebracht bis jetzt? Ich glaube nicht. Na, ich will mich nicht als Corona-Gegner hinstellen. Ich will mich auch nicht so hinstellen, dass ich jetzt eine unglaubliche Angst vor diesem Coronavirus hätte, aber ich bin so zwiegespalten. Es gibt einfach Sachen, die komplett bei den Haaren herbeigezogen sind. Es sind Sachen, wo ich sage, okay, das macht schon Sinn. Wir haben es ja nur leider Gottes auch schon erlebt. Nicht im unmittelbaren Umfeld, aber doch auch auf der Arbeit oder im, sag ich mal, gröberen Bekanntenkreis, wie so ein Coronavirus verlaufen kann. Das ist nicht immer schön. Im Sommer wurde jedenfalls plötzlich wieder alles gelockert und alles war so, als hätte es nie irgendwas gegeben. Einerseits leichtsinnig, andererseits erleichternd, weil wir halt auch mal wieder sagen konnten, okay, wir können mal wieder was tun, wir können mal wieder was unternehmen. Ich hatte dann im Juni auch Urlaub gehabt, eine Woche. Wir haben mit der Familie zusammengesessen, ein paar Geburtstage standen an, wir waren ein bisschen unterwegs gewesen. In den Videos habt ihr das ja unter anderem, wir waren in Rietschen, wir waren am Bärwalder See, wir waren im Zittauer Gebirge. Wir haben so ein paar Tagesausflüge gemacht, die durchweg schön waren. Das Wetter hat mitgespielt, es war auch zeitweise richtig schön warm. Wir haben einfach mal wieder das Leben genießen können und ich muss rückwirkend betrachtend sagen, die Zeit war einfach viel zu kurz. Dadurch, dass der Sommer ja eh sehr schleppend dieses Jahr voranging und auch eigentlich viel zu schnell wieder vorbei war, ist ja immer so, konnten wir wirklich viel unternehmen. Und das war halt einfach auch viel wert. Das hatte wirklich einen Mehrwert, weil ganz einfach rückwirkend betrachtet und jetzt wieder mit dem ganzen Spaß, den wir jetzt im Moment haben, fehlt das alles ein bisschen. Ne? Wie gesagt, ich lasse mich nicht einsperren. Aber die ganzen Veranstaltungen und das, was wir so die letzten Jahre hatten, ist eben meistens auf den Sommer beschränkt und da muss ich ja auch froh sein, dass das so weit, wie es der Rahmen zugelassen hat, eben auch dann möglich gewesen ist. Wie gesagt, Rietschen, Bärwalder See, viel mit Freunden unterwegs gewesen, Zittauer Gebirge. Ja, es sind einige Sachen gewesen. Wir waren dann auch, die meisten, die mich kennen, die wissen es auch, im Sommer wieder beim Tätowierer gewesen. Hat da wieder Tattoo stechen lassen. Das 4. auf dem Oberarm. Altes nordisches Symbol, der Wegweiser. Als Symbol für, dass der, der das Symbol trägt, immer sein Ziel, egal der Umstände, immer sein Ziel gut und gesund erreichen wird. Hat einfach eine große Bedeutung für mich. Habe ich auf mir verewigen lassen. Ja, wir hatten einen kleinen Rummel in Görlitz. Wir hatten auch im Juli wieder Urlaub. Die Fußball-EM stand wieder im Raum. Auch wenn mit Deutschland natürlich nicht viel los war, es war sehr interessant wieder zu sehen, nachdem wir letztes Jahr darauf verzichten mussten und es auf dieses Jahr verschoben wurde. Nächstes Jahr dann die Weltmeisterschaft ja auf den Herbst verschoben. Die wird ja nicht im Sommer stattfinden, sondern im November, um nicht zu sagen in den Dezember rein, glaube ich. Auch eine komische Sache, weil Fußball-WM oder EM war einfach immer im Sommer. Es ist nur alles der ganzen Situation geschuldet und wir hoffen, dass wir dann mal irgendwann wieder Routine reinkriegen werden. Wir sind natürlich mit dem Davidovic und mit einem guten Freund, dem Henry, auf der USK-Convention gewesen, die ja dieses Jahr auch wieder planmäßig stattgefunden hat. Wir waren den Sonntag dort.
haben unsere Runde über den Platz gedreht, haben uns am Ende die Ausfahrt angeschaut, war auch wieder sehr schön. Und ja, auf dem Heimweg gab es dann leider Gottes das erste Problemchen mit dem Auto. Motorkontrollleuchte kam und es lief ein bisschen sehr unruhig dann im Stand. Haben natürlich am nächsten Tag die Werkstatt angerufen, weil Garantie und so weiter läuft ja alles noch. War auch alles erstmal kein Problem. Werkstatt kam, hat mir einen Leihwagen hingestellt, hat das Auto mitgenommen. Es war nur leider keine Garantieleistung. Hat mich doch eine kleine Stange Geld gekostet, aber konnte es mir 2 Tage später dann direkt wieder abholen. Bin ich immer noch sehr zufrieden, dass das so ohne großartige Probleme geklappt hat. Ist wie gesagt, der Sommer hielt Einzug. Es waren zwischendurch ein ganz paar verregnete Tage dabei. Wir hatten auch wieder ein kleines Hochwässerchen. Auch darüber findet ihr ein Video. USK Convention findet ihr ein Video. Wir waren viel im Garten. Wir haben viel einfach nur die schönen Tage genossen, haben gegrillt, haben Lagerfeuer gemacht, haben mit vielen Freunden und auch neuen Freunden, die dieses Jahr hinzugekommen sind, die Abende verbracht, haben Dart gespielt, haben mal was über den Durst getrunken. Es war einfach alles mal wieder richtig, richtig schön. Also es hat eine ganze Zeit lang angehalten. Und das, wie gesagt, muss ich rückwirkend betrachtend wirklich mehrfach und lobend am erwähnen, dass wir eigentlich den Sommer und die Hochzeit dieses Jahres so gut miteinander alle verbracht haben und das auch genießen konnten. Und es sind ja wirklich Freunde dazugekommen, respektive eine ganz besondere Person, die ich abschließend noch erwähnen möchte, die mich dieses Jahr sehr geprägt und durchs Leben begleitet hat. Ja, es ist einfach mal wieder so eine richtig beste Freundschaft draus geworden und das muss ich wirklich, ich werde es abschließend einfach nochmal mit zusammenfassen, wenn dann eh alle nochmal einen kleinen Gruß bekommen. Und diese Person hat mich dieses Jahr sehr gut begleitet durch das Jahr und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Man ist eigentlich nie alleine gewesen und wusste einfach, an wen man sich wenden kann, wenn es einmal schlechter ging. Im August kam dann relativ überraschend und schnell die Möglichkeit, dass wir uns doch nach langem Hin und Her dazu entschieden haben, das heißt, ich mich dazu entschieden habe, mich dieser Impfung gegen das Coronavirus hinzugeben. Wie gesagt, es waren lange nachdenkliche Tage, die ich damit verbracht habe, weil die Medien ja heutzutage viel hochpushen. Und es wird auch viel geredet und die, die da komplett dagegen sind, die werden mir jetzt wahrscheinlich versuchen, das Fell von der Backe zu quatschen. Es ist letztendlich, ich sag immer, es ist jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht und was er macht. Und die ganzen Querdenker, die dann sofort kommen und sagen, und du weißt doch gar nicht, was da drin ist und es wird dich mal irgendwann umbringen und wenn du in 5 Jahren dran stirbst, was hast du denn dann davon gehabt? Dann sage ich mir, wenn ich in 5 Jahren daran sterbe, dann weiß ich nicht, ob es von der Impfung kam oder ob im Endeffekt irgendwelche Giftstoffe in einem Glas Rotwein waren, den ich gerade trinke. Oder ob mich die verfluchte Raucherei irgendwann mal umbringen wird. So hart und heftig, wie das klingt, wir wissen es nicht. Wir schreiben unser Schicksal nur bedingt. Ja. Natürlich könnte ich sagen, ich höre auf mit dem Rauchen. Aber wir sagten nicht, ob ich trotzdem mal irgendwann am Krebs sterbe. Ob ich an der Impfung sterbe. Ob ich am Coronavirus sterbe. Wir wollen jetzt nicht auf das Thema Tod eingehen. Gott bewahre. Wir müssen eigentlich nur relativ froh sein, dass uns dieses Jahr keine geliebten Menschen verlassen haben. Familiär und im näheren Umfeld. Natürlich gab es hier und da mal eine Nachricht. Er ist verstorben. Sie ist verstorben. Nicht wegen Corona, Gott bewahre. Aber es gab es einfach. Aber wie gesagt, nachdem wir letztes Jahr einen guten Bekannten
auf dem letzten Weg begleitet haben, nachdem vor 2 Jahren mein geliebter Großonkel noch kurz vor Weihnachten in die ewige Ruhe übergegangen ist, müssen wir dazu sagen, toi, 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 in diesem Jahr sind es keine nennenswerten Personen gewesen. Und darüber bin ich sehr froh. Unabhängig davon und der ganzen Abdrifterei jetzt, es ist jedem selbst überlassen, was er macht. Lasst euch impfen, lasst euch nicht impfen. Haltet was von den Corona-Maßnahmen, haltet nichts davon. Wir sind schon wieder viel zu tief drin in der Materie. Das Klinikum hier in Görlitz hatte das Angebot gemacht, ohne Anmeldung, ohne Termin dahin zu gehen, den Pieks abzuholen, eine Viertelstunde zu warten und wieder zu gehen. 3 Wochen später die zweite. Es ist dabei geblieben. Jetzt, wenn wir dann irgendwann in 10 Jahren hier sitzen, die 38. Welle und die 26. Impfung hinter uns haben, mal sehen. Wie gesagt, es gibt Sachen, kann man halten davon, was man will. Es hat heutzutage eh keinen Mehrwert. Ne? Man muss sich testen. Man muss geimpft oder genesen sein, um irgendwo reinzukommen. Es hat eigentlich keine großartigen Vorteile. Ich habe bis jetzt diesen Impfpass noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben gebrauchen müssen. Und das ist jetzt 4 Monate her. Wir haben es halt einfach gemacht und es war ein gutes Gefühl. Und wie gesagt, jeder kann sich darüber seine eigene Meinung bilden. Aber ich möchte darüber nichts hören. Ich möchte deshalb nicht kritisiert werden und ich möchte auch nicht, dass die Gesellschaft sich dadurch spaltet. Was ja leider Gottes der Fall ist, aber ich möchte einfach, dass Freunde, Familie, geimpft, ungeimpft, weiterhin zu mir halten, weil ich würde es andersrum genauso tun. Ganz einfache Sache. Und da bleibe ich wirklich meinem Wort treu. Ja, dann kam aber eigentlich auch schon wieder die Zeit. Es ging in den September rein, es wurde wieder alles ein bisschen nachdenklicher, weil der Sommer auch recht schnell dann schon wieder vorbei war. Wir haben noch hier und da ein paar Ausflüge mit Freunden gemacht. Wir hatten im September auch nochmal Urlaub. Der 30. Geburtstag stand an, wo ich auch ein Mensch bin, der sich damit unheimlich schwer tut. Zum einen das Altern, zum anderen großartig irgendwas auf die Beine zu stellen, wo wir die letzten Jahre immer so eine kleine gesellschaftliche Runde hatten mit 4, 5 Freunden, haben wir dieses Jahr mehr oder weniger reingefeiert mit meinen 2 besten Freundinnen. War auch mal angenehm. Der Tag selber, der ging dann eigentlich so an mir vorbei. Wir haben ein bisschen viel getrunken, okay, passiert. Ja, man hat halt irgendwie einfach immer im Hinterkopf, ja, 30. Andere fangen da gerade an, Familie zu gründen, was ja bei mir auch nie ein Thema war. Ich bin einfach so ein unabhängiger Mensch, so, der sich seine Zeit selber einteilt und auch mal Ruhe braucht. Ich liebe meine Familie, die quasi hinter mir steht, die vor mir da war. Aber es ist nicht geplant, dass irgendwas Familiäres nach mir kommt. Ist auch ein Thema, wo es unterschiedliche Meinungen dazu schon sehr gegeben hat und nicht direkt im Streit, aber letztendlich muss das auch einfach jeder akzeptieren. Das ist eine Entscheidung, die sollte nicht einfach von heute auf morgen gefällt werden, die benötigt ein paar Jahre und ich habe mir vor 10 Jahren irgendwann einfach mal gesagt, ich will eigentlich keine Kinder. Weil alle so gesagt haben, ach komm, weißt du, du bist 20 da, das ändert sich nochmal. In 10 Jahren denkst du anders darüber. Ja, dann sind die 10 Jahre rum und ich habe meine Meinung nicht geändert. Manche, die fangen erst mit 30 damit an, manche sogar erst mit Anfang 40. Aber man wird einfach nicht jünger und man genießt einfach das Leben zu sehr. Man sagt, man kann das Leben auch danach wieder genießen, aber da müssen erstmal mindestens 16 bis 18 Jahre vergehen. Und da ist man dann schon fast 50. Wo ich mir dann wieder sage, nee Leute, möchte ich nicht mehr. Und jeder sollte das akzeptieren. Kleiner Gedankenabrutsch an der Stelle.
es war jedenfalls noch ein bisschen Urlaub. Wir wollten eigentlich auch mit meiner guten, besten oder mitbesten Freundin 2-3 Tage an die Ostsee fahren, hatten das auch alle schon gebucht. Ich hatte es 2 Wochen vorher wieder storniert, weil das Wetter sollte langzeitprognosentechnisch sehr bescheiden werden. Dann letztendlich bei vielleicht 15 Grad und Regen und Wind an der Ostsee zu sitzen, hätte auch keine Freude gebracht. Und das Geld hatte auch ein kleines bisschen Einbruch gemacht. Nun war es ganz gut, denn wie das dann manchmal so ist, unmittelbar vor meinem Geburtstag ging meine Waschmaschine kaputt. Hat ja auch immerhin fast 8 Jahre gehalten. Manche haben doppelt so lange Lebensdauer, manche dreifach so lange Lebensdauer. Die war halt kaputt. Es musste eine neue her. Durfte Gott sei Dank gnädigerweise bei meiner Nachbarin den einen Tag die Wäsche waschen. Danke an der Stelle. Und meine Familie mich dann auch ein bisschen unterstützt. Ein bisschen was zum Geburtstag geschenkt, hat ja gerade gepasst. Und ein bisschen was dazugegeben, was ich nachher wieder zurückgezahlt habe. Auch dafür an der Stelle einen großen Dank. Weil alleine hatte ich das zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Es war das auch eine relativ angenehme Firma, die hat mir das Ding gebracht, hat die alte mitgenommen, hat die neue angeschlossen. War alles innerhalb von 3 Tagen erledigt. Ja, der Urlaub ging vorbei, die Arbeit ging wieder los. Im Garten ging so langsam hinten raus das Saisonende so ein bisschen rein. Wir haben nochmal gegrillt, wir haben nochmal ein Feuerchen gemacht, wir haben mit einer guten Freundin auch nochmal einen schönen lustigen Abend da verbracht mit Lagerfeuer und allem drum und dran. Kartoffeln waren geerntet, alles war soweit schon winterfest gemacht, weil es sollte ja wirklich heißen, dass der Oktober sehr durchwachsen werden würde. Deswegen dieses Jahr alles ein bisschen zeitiger gemacht. Das war ja nur gerade die Zeit, wo ich den Garten 2 Jahre hatte und wo ich den 2019 im Oktober übernommen hatte. Da war das die Zeit, wo wir noch die meiste Arbeit gemacht hatten. Gut, da war ja auch noch Urwald dort und man musste das meiste eh nur roden. Ja, und dieses Jahr war das nur die Zeit, wo wir schon fast die Schotten wieder dicht gemacht hatten. Da hatten wir da leider Gottes noch eine kleine unangenehmere Situation. Eine Person. Nicht. Na, ich will jetzt keine politischen Diskussionen auslösen. Eine nicht deutsche Person hatte sich in einem Nachbarn, in der Laube meines Gartennachbarn, hatte der sich einquartiert. Gibt auch eine kleine Hintergrundgeschichte dazu, die möchte ich jetzt nicht ausweiten. Jedenfalls war der Herr wahrscheinlich nicht ganz Herr seiner Sinne. Ja. Aggressiv, teilweise beleidigend, mussten wir dann die Polizei hinzuziehen, die den Herrn da Hollywood-reif zu Boden geworfen und mitgenommen hat. Man hatte natürlich ein bisschen Angst um sein Hab und Gut, dass da entsprechend irgendwo Schaden entsteht oder in der Laube eingebrochen wird. Bei ihm hat er jedenfalls da ungeheuerlich gewirtschaftet. Wir haben das dann alles gemeinsam wieder begradigt. Wir haben dadurch auch ein bisschen mit unserem Gartennachbarn wieder zusammengefunden. Also was heißt, ja, es war ja schon immer so ein gutes Verhältnis, dadurch, dass wir früher mal Kollegen waren für eine kurze Zeit und sich ja dort dann wieder gefunden hat, war das eigentlich immer so ein Geben und Nehmen, aber zu der Zeit haben wir eben wirklich ein bisschen auf den Garten des anderen aufgepasst, haben uns ein bisschen gegenseitig geholfen. Angenehme Sache, wirklich angenehme Sache. Und das zeugt natürlich auch wieder von Freundschaft und ein bisschen Geben und Nehmen. Ja, auch Anfang des Monats, wir sind jetzt schon im Oktober, habe ich mich dann dazu entschieden, als mein Opa vor 16 Jahren, das ist fast schon 17 Jahre her, verstorben ist, ihm auch ein Tattoo zu widmen, was ich mir dann habe stechen lassen. Auch unterschiedliche Meinungen, aber ich habe ihn im Herzen und ich würde genauso meinen Eltern irgendwann ein Tattoo widmen, auch meiner Oma und auch den besten Freunden, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Eben das Thema Freundschaft nämlich, zog dann noch im selben Monat das 6. Tattoo hinter sich her. Was
Auch, ja, es hat unterschiedliche Meinungen und viele halten sowas für überstürzt oder so, aber es ist da irgendwas und sowas spüre ich und das habe ich bis jetzt bei den meisten Freunden, die ich bis jetzt schon seit vielen, vielen Jahren an meiner Seite habe, immer gespürt habe, es ist irgendwo eine Seelenverwandtschaft. Das ist genau diese Person, von der ich vor uns kurz gesprochen hatte. Und wir haben uns eben darauf geeinigt, symbolisch einen kleinen Wolf ans Handgelenk tätowieren zu lassen, mit jeweils dem Anfangsbuchstaben der anderen Person. Was jetzt nicht mal so ist, als würde man sich irgendeinen Namen von jemandem stechen lassen, sondern es ist nur der Anfangsbuchstabe, weil sollte wirklich mal, was wir niemals hoffen werden, irgendwas dazwischen kommen, dann wissen wir, okay, es ist zwar da, aber man könnte dann den Anfangsbuchstaben auch mit jemand anderen assoziieren, was wie gesagt absolut in den Hintergrund gerückt ist. Wir sind ein bisschen stolz auf die Sache, weil das ist wirklich erst dieses Jahr entstanden. Aber wir haben so viel gemeinsam gemacht und haben auch gute und schlechte Zeiten zusammen überlebt oder durchlebt. Überlebt sowieso. Dass man einfach sagen kann, das ist eine Herzenssache, Freundschaft, die unter die Haut geht. Ja, jetzt auch die Farbe unter der Haut mit dem entsprechenden Freundschaftssymbol, was wir beide eben tragen an der gleichen Stelle. Ist einfach eine tolle Sache. Und wie gesagt, diese Freundschaft, die hat mich eben dann auch gerade in dieser Zeit sehr geprägt, weil es eben dann schon wieder in Richtung Herbst und Winter ging und viele Sachen wieder so ein bisschen runtergezogen haben. Wir hatten dann ja auch nochmal Urlaub gehabt im November und es stand da immer noch ein Bekannter, den wir auch dieses Jahr erst wieder so richtig kennengelernt haben, irgendwo im Hintergrund, der da eben leider Gottes nicht so gut darauf zu sprechen war. Und wir eben mehrfach versucht haben, das Gespräch zu suchen und er sich aber dann immer wieder irgendwie versuchen wollte, dazwischen zu drängen, wo ich eigentlich kein Verständnis dafür habe, weil ich mir immer sage, wenn meine besten Freunde mal was mit anderen Leuten machen, dann sollen die das doch machen. Ist doch schön, dass man mehrere Freunde hat, auch wenn man sie, die richtigen wahren Freunde, eigentlich an einer Hand abzählen kann. Und das ist auch gut so. Weil wenn man 20 beste Freunde hat, man kann ja nicht allen gerecht werden. Und wenn es nur so wenige sind, die meisten kennen sich Gott sei Dank untereinander. Und man kann auch mal was gemeinsam machen. Aber wenn man mal was nicht gemeinsam macht, dann kann man das doch dem anderen trotzdem gönnen oder sagen, okay, ich bin das nächste Mal wieder dran. Nein, hat das nicht verstanden, hat uns teilweise ein bisschen in die Karten gespielt. Oder eigentlich, naja, sprichwörtlich genommen eigentlich nicht. Also er hat uns eigentlich Steine in den Weg gelegt. Wollte das immer so kippen, hat dann teilweise unnötige Aktionen und auch unnötige Nachrichten an uns geleitet, was ich, wie gesagt, null Verständnis hatte. Und das sind dann für mich auch leider keine wahren Freunde, wo ich ja am Anfang eigentlich wirklich sehr viel drauf gegeben hatte. Wie gesagt, meine mittlerweile mit einer der besten Freundinnen, wenn nicht sogar die beste Freundin. Gut, da gab es da natürlich auch andere Geschichten, die da mitgespielt haben, aber das dann so in unsere Freundschaft reinzuschneiden, das fand ich dann wirklich ein bisschen unterste Schublade und das Thema war dann für mich auch relativ schnell erledigt. Solche Leute brauche ich einfach nicht in meinem Leben. Ich weiß, auf wem ich Wert legen kann. Ich weiß, auf wem ich zählen kann. Ich weiß auch, dass die Leute das auch wissen, dass sie auf mich zählen können. Und das ist letztendlich das Allerwichtigste im Leben. Mehr braucht man dann einfach nicht. Wie mein Tattoo vom letzten Jahr schon gezeigt hat, Freundschaft, Familie und Freiheit. Meine drei wichtigsten Eckpfeiler im Leben. Unabhängig davon, ob ich jetzt eine eigene Familie habe oder eine Familie, die mich mal irgendwann großgezogen hat. Familie, Freunde, Freiheit ist einfach das Wichtigste. Ja, nun sind wir eigentlich fast schon wieder in der Gegenwart angekommen. Es gab Ende November fast traditionell ein bisschen Schnee. Wir gingen in den Dezember rein. Nachdem es auch arbeitsmäßig ein paar Veränderungen gab im Laufe des Jahres, haben wir dann langsam auch diesen kleinen Scherbenhaufen, der da ein bisschen entstanden ist, wieder zusammengeflickt bekommen. Sind jetzt auch gerade noch dabei. Ich habe mich ganz einfach schon im November darum
gerissen, alle drei Weihnachtstage Spätdienst zu fahren. Ganz einfach auch die Gründe, weil eben gerade auch die Kolleginnen, die selber Familie haben, einfach frei machen sollen und mit ihrer Familie das Weihnachtsfest feiern sollen. Wo ich mir sage, als Alleinstehender und wo wir eben auch mit den Eltern nicht mehr ganz so großen Wert drauf legen, dass ich mir sage, dann gehe ich doch lieber arbeiten und sollen noch die Kolleginnen, die Familie haben, zu Hause bleiben. Ne? So wird das jetzt auch sein. Wie gesagt, wann ihr die Jahresabschlussrede jetzt letztendlich seht, das weiß ich natürlich nicht. Ich werde natürlich versuchen, dass die am 24. oder 25. Dezember hochgeladen wurde. Nehme die gegenwärtig auf. Wir haben heute mit der Familie nochmal zusammengesessen. Und weil wir einen Geburtstag hatten, haben nochmal alle zusammen schön Kaffee getrunken, gegessen, gequatscht, Abendbrot gegessen, haben uns dann alle wieder aufgelöst mit weihnachtlichen Grüßen und kleineren Geschenkchen, die hier und da halt einfach trotzdem gegeben werden, wo aber wie gesagt kein großer Wert drauf gelegt wird. Man ist natürlich dankbar und man schenkt sich vielleicht noch eine Kleinigkeit, jetzt unabhängig davon, ob es Geburtstag ist, man kriegt dann immer noch was von der Oma mal zugesteckt oder so. Ja, kann man nicht verübeln. Ja. Und wir driften eben jetzt in diese Winterzeit, in diese Weihnachtszeit rein. Den Jahresabschluss werde ich dieses Jahr wahrscheinlich auch mit einer guten Freundin noch verbringen, die hierher kommen wird, wir zu Hause ein bisschen feiern werden. Ganz gemütlich, weil auch dieses Jahr wieder Raketenböllerverbot, wo ich früher sehr fanatisch drauf war. Mittlerweile ist mir das eigentlich egal, Hauptsache man ist ein bisschen beisammen und verbringt ein bisschen die Zeit miteinander. Ja, und das war jetzt eigentlich, ja, doch, ich fand es fast ein bisschen schnell durchlaufen. Wir sind trotzdem schon bei einer guten Dreiviertelstunde angekommen. Ja, und nachhaltig betrachtet ist es eigentlich dasselbe Fazit wie die letzten Jahre. Das Jahr hatte mega schöne Seiten und es hatte aber auch richtig beschissene Seiten und auch Zeiten. Und auch jetzt kurz vor der Weihnachtszeit auch einfach nochmal einen Tag gehabt, wo mir einfach alles mal wieder zu viel wurde. Dann kommt dann so ein kleiner, eigentlich völlig unscheinbarer Tropfen, der auf dem heißen Stein knallt oder das Fass zum Überlaufen bringt, je nachdem. Oh, und man einfach mal wieder einen Rückzug braucht. Man muss einfach mal wieder sagen, okay, Leute, die meisten wissen das auch, Gott sei Dank. Ich schalte dann das Handy aus, ich melde mich nicht, ich ziehe mich einfach zurück. Das ist ein Tag, das sind zwei Tage, man geht mal wieder in sich, man denkt mal wieder nach. Und letztendlich ist das aber nie böse gemeint, weil danach geht es mir meistens besser. Und ich habe inzwischen eine gute Mitte gefunden. Ich hatte dieses Jahr nicht viele Phasen, wo ich so in den Abgrund gerutscht bin, wo ich kaum wieder rausgeklettert bin, was ich schon öfter mal hatte. Das sind vielleicht auch Traumata aus vergangenen Jahren, Dinge, die einfach widerfahren sind im Leben. Einfach auch manchmal so Knackpunkte, wo man einfach ein bisschen labil darauf reagiert. Ja. Und dann kommt eben einfach mal wieder so ein kleiner Fall, wo man sich dann aber auch wieder irgendwann aufrappelt und wie ich eben schon Anfang dieser Rede sagte, irgendwann auch wieder mit beiden Beinen im Leben steht. Ich werde jetzt nochmal mein Weinglas voll machen und dann widmen wir uns, wie gesagt, diesem Fazit, was das Jahr so mit sich brachte. Ich sag mal so. Ich muss fast ein bisschen lachen dabei. Anfang des Jahres habe ich irgendwo gelesen. Naja, es gibt ja Tage, wo man sagt, okay, genug Internet für heute. Wo irgendwas stand von noch viermal Lockdown, dann ist Weihnachten. Ja, es war nicht ganz viermal, aber dieses Corona-Frühling, Corona-Sommer, Corona-Herbst, Corona-Winter, Weihnachten.
wo man immer wieder, wo ich gesagt habe, das Land eiert einfach rum. Und es kommen dann immer mal wieder solche Zeiten. Es wäre nie was gewesen und dann plötzlich wieder BAM. Die Zahlen sind so hoch, wir müssen alles runterfahren. Leute. Wie oft wollt ihr das eigentlich noch machen? Es ist, wie gesagt, das Jahr war geprägt aus einem prächtigen Winter, dem neuen Auto, dem viel zu kühlen Frühling, ein bisschen Corona hier, ein bisschen Corona da, einem Sommer, der es eigentlich knallhart in sich hatte, auch wenn er streng genommen eigentlich fast nur 2 oder 3 Monate hatte. Ist halt nun mal so, jede Jahreszeit geht nun mal 3 Monate, aber wir hatten halt auch schon Zeiten, da fing es im März an, warm zu werden. Es war im Oktober der letzte schöne Tag. Also, dies ist ja so das Gefühl, Juni kurz mal Hitze, Juli, August schön und September eigentlich schon wieder kalt. Ja. Sage und schreibe 3 Tattoos, die dieses Jahr neu dazugekommen sind. Vielen, vielen tollen Freunden, eigentlich auch vielen tollen Momenten. Einem wunderbaren Kollektiv, was eigentlich immer hinter einem gestanden hat. Ein paar Leute, die dieses Jahr auch so auf freundschaftlicher oder bekannten Art und Weise ein kleines bisschen ins Hintertreffen gerückt sind. Ich muss auch sagen, ich bin, was Freundschaften pflegen angeht, nicht immer sehr beispielhaft. Also es gibt wirklich Momente, wo ich einfach Wert drauf lege, dass sich die Leute mal melden, aber schlussendlich, ich krieg's auch nicht immer geschissen. Das muss ich jetzt mal so ganz klar sagen, auch familiär. Ja, wenn mir da nicht mal irgendjemand schreibt oder sowas, schreibe ich mich auch mal eine Zeit lang nicht mit irgendjemandem. Und dann sieht man sich wieder und dann macht man aber einfach da weiter, wo man aufgehört hat. Und ich möchte mich an der Stelle auch einfach nochmal von tiefstem Herzen bedanken. Auch wenn es vielleicht nicht oft ist, die wir uns oder die Momente, die wir im Jahr verbringen, aber meistens sind sie schön und es gibt auch einfach Personen, mit denen man jetzt nicht so viel Kontakt hat oder vielleicht auch nicht so das raushängen lässt. Es sind einfach alles wertvolle Personen und an erster Stelle stehen ganz einfach immer meine Eltern. Ich bin froh, dass ich sie hab. Ja. Es gibt ja Leute, die verlieren ihre Eltern schon in jungen Jahren und ich habe da immer unglaublichen Respekt davor, dass die sich trotzdem noch irgendwie so durchs Leben schlagen. Und ich bin unfassbar stolz und froh, dass ich meine Eltern habe. Natürlich werden wir alle nicht jünger, ne? Es kommt auch der Tag, wo die mal irgendwann nicht mehr da sind. Und ich hoffe, dass ich bis dahin mein Leben selber im Griff habe und dann auch wirklich irgendwie damit leben kann. Und man natürlich hofft, dass der Tag so schnell nicht kommt. Und ich ja auch immer mal wieder sage, ich habe eigentlich mein Leben im Griff. Man ist ja auch, wie gesagt, jetzt 30 und macht ja eigentlich sein Ding. Aber es gibt eben Momente, da fragt man eben doch mal um Rat. Oder wie eben jetzt gerade dieses Jahr mit der Waschmaschine. Das ist so komplette Lappalien sind und man braucht aber dann trotzdem eben mal wieder die Unterstützung, wo man eigentlich unabhängig sein möchte und auch unabhängig ist. Aber es gibt Momente, da braucht man es einfach. Da bin ich, wie gesagt, unfassbar froh drüber. An dieser Stelle vielen Dank an meine Mutter und natürlich auch an meinen Vater. Danke, dass ihr immer für mich da seid, wenn ich euch wirklich mal brauche oder gebraucht habe. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so sein wird. Und auch wenn es von meiner Seite her natürlich nicht in diesem Umfang ist, aber wenn ihr mich braucht, dann werde ich auch für euch da sein. Ich bedanke mich natürlich auch bei meiner lieben Oma, die nur dieses Jahr 90 geworden ist, seit diesem Jahr im Pflegeheim arbeitet, vielleicht geistig nicht mehr auf der Ebene sind, auf der wir uns noch befinden, wir aber 60 Jahre weniger auf dem Buckel haben. Größten Respekt, dass du dieses Alter bis jetzt geschafft hast, dass du, ja, du wirst es nicht hören, aber einfach danke, dass du trotzdem noch diese Gesundheit in diesem Umfang besitzt.
und dass wir trotzdem noch aufeinander zählen können. Auch wenn es weniger geworden ist, weil die Entfernung einfach weiter geworden ist. Und der Kontakt auch durch Corona ein bisschen leiden musste in diesem Jahr. Auch grüße ich natürlich die anderen Großeltern, wo wir heute noch an dem Tag jetzt, wo ich diese Aufnahme mache, zu Besuch waren, zum Geburtstag waren. Und man auch weiß, dass man bei euch immer willkommen ist. Auch wenn ihr manchmal seid wie Hund und Katz. Nach so vielen Jahren Ehe, mein Gott. Das ist manchmal eine Hassliebe, aber ihr wisst genau, dass es ohne einander auch nicht gehen würde. Und wir haben drüber gesprochen. Und ich bin froh, dass es auch euch gibt und dass ihr noch weitestgehend in eurem uneingeschränkten Leben teilhaben könnt. Ich grüße an der Stelle natürlich auch meine Tanten, meine Onkels, Großonkels, Großtanten, meine einzige Cousine und die vielen Cousins, die man so in der Familie hat, das gehört einfach dazu. Und natürlich auch alles Gute für das Jahr 2022. Wie gesagt, es sind viele Leute dabei, die das Jahr einfach irgendwo ein Stück weit auch geprägt haben. Und wir haben jeden Einzelnen davon eigentlich in diesem Jahr gesehen oder hatten zumindest mal Kontakt. Und dann geht natürlich ein ganz großer Dank raus, auch an meine Freunde. Und es wird hier keine Rangordnung geben, bevor sich dann wieder irgendjemand beschwert. Wieso hast denn du die zuerst genannt und nicht mich? Dankeschön, meine liebe Cindy, dass du dieses Jahr so toll und wunderbar immer für mich da warst und dass wir so viele schöne Momente und auch tolle Unternehmungen gemeinsam verbringen konnten. Ich habe dich unfassbar doll lieb, von ganzem Herzen. Ich wünsche dir und deiner ganzen Familie natürlich nur das Beste und ich hoffe aber, dass wir trotzdem 2022 da anschließen können, wo wir dieses Jahr aufgehört haben und genauso wundervolle Momente gemeinsam verbringen werden. Und genauso ein lieber Gruß und genauso ein großes Dankeschön geht natürlich auch an meine liebe Madel, die dieses Jahr so oft mit mir im Garten den einen oder anderen lustigen Tag verbracht hat. Wir mal unterwegs waren, wir einfach mal einen über den Durst getrunken haben, Musik gehört haben, gegrillt haben, Lagerfeuer gemacht haben, gequatscht haben, bis die Sterne aufgegangen sind. Dankeschön, dass es dich gibt. Nun schon über 7 Jahre an meiner Seite. Tolle Freundin, Dankeschön. Und auch an der Stelle natürlich ein ganz großes Dankeschön an meinen lieben und allerbesten Kumpel. Pause. Er wird schon wissen. Er wird schon wissen. Er wird sich das anhören und er wird es wissen. Davidovic, mein Freund, du bist der Geilste. Und auch wenn wir uns manchmal komplett missverstehen und komplett auch in der Wolle haben, wir wissen einfach, was wir einander haben. Und das seit fucking 10 Jahren. 10 Jahre, mein Lieber. 10 verdammte Jahre. Die Super Bros. Danke, dass es dich gibt, mein Freund, und dass wir die komplette Formel 1-Saison auch zusammen verbringen konnten. Es war unglaublich toll und wir hoffen, dass es, oder ich hoffe, dass es nächstes Jahr natürlich in gewisser Weise so bleibt. Und auch wenn wir manchmal komplett ein am Zinnober haben, wir wissen einfach, wie wir sind und wir wissen auch, wie wir uns gegenseitig nehmen müssen. Auch wenn der andere mal einen Scheißtag hat, ne? So, liebe Grüße auch an die liebe Sani, die mir dieses Jahr wieder treu geworden ist, will ich fast nicht sagen, aber wir hatten ein paar Jahre wenig Kontakt gehabt, fast gar keinen. Haben uns irgendwie letztes Jahr wieder gefunden, haben uns dieses Jahr mehrfach gesehen, egal ob im Garten oder mal so oder mal hier zu Hause. Und wir werden auch Silvester zusammen verbringen, das hoffe ich zumindest sehr. Ich wünsche dir verdammt nochmal viel Gesundheit für das nächste Jahr. Du weißt Bescheid. Wir wissen Bescheid.
Wir kennen uns, die sie kennen, wissen auch Bescheid. Bleib verdammt nochmal, wie du bist. Und halte durch. So, jetzt fassen wir das Ganze mal ein bisschen kürzer. Ganz liebe Grüße an meine Chaos-Schwestern Marnie und Mary. Auch danke, dass es euch gibt, auch wenn es dieses Jahr alles etwas wenig war. Wir haben uns hin und wieder gesehen, wir haben auch coole Momente zusammen gehabt. Ich freue mich immer wieder, euch zu sehen, und ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder ein bisschen häufiger wird. Grüße gehen raus an meine Freundin Niki, an die liebe Hanka, an den Enrico, an die Moni, an den Henry, an die andere Cindy im Bunde, an den Mike mit Familie, an meine liebe Cora, an meinen lieben Olaf, auch Mandy, dir alles Gute für das nächste Jahr, danke für alles und auch deiner Familie, meine liebe Silvana, die dieses Jahr auch einen scheiß Schicksalsschlag hatte. Wir hatten wunderbare Momente, es war eine wunderschöne Zeit und wir hoffen natürlich auch, dass es nächstes Jahr so bleibt. Dann kommt noch die andere Mandy im Bunde. Ich hoffe, die richtige fühlt sich angesprochen. Wir haben uns ja dieses Jahr ein bisschen verloren, aus anderen Umständen. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, wo die Haustür des anderen ist. Und wir wissen, dass wir uns immer erreichen können und uns auch hoffentlich bald wieder sehen werden, auch wenn es dieses Jahr letztendlich nicht mehr geklappt hat. Ich wünsche dir alles Gute da, wo du bist, und bleib, wie du bist. Auch ein großes Dankeschön an meine liebe Nicole. Auch, dass wir jetzt so kurz vor Jahresende nochmal so einen tollen Moment hatten und wir uns ja dieses Jahr und auch letztes Jahr leider nicht gesehen haben, aber zumindest viel Kontakt haben und viel aufeinander geben können. Uns eigentlich immer zuhören können. Ich sag nur, immer ein offenes Ohr und so, ne? Du weißt Bescheid. Nächstes Jahr komme ich zu dir. Das steht fest. Ich grüße noch meinen lieben Daniel, wo wir dieses Jahr leider auch nicht so viele Momente hatten. Aber uns zumindest, seitdem wir beim Schuleintritt 1998 nebeneinander gesessen haben, nicht aus den Augen verloren haben. Danke dafür. Ich grüße auch den Dave, die Sarah, Dirk und Karin und natürlich auch Diana und meinen lieben Gartennachbarn, den Alex. Natürlich grüße ich auch mein ganzes Kollegium, Adriana, Sophie, Elen, Anne, Jasmin, Betty, Sandra, Romana, Monika, Antje, Anna, Steffi und Steffi, Sibylle und Sabine, Kira, Anja, Dorit, Patricia, Jolanta, Nina und Dominik, Caro und Cynthia und natürlich auch unseren Hausmeister, den Alfie. Cool, dass es euch gibt. Ihr seid echt geile Kollegen und ich habe jeden von euch gern. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir nächstes Jahr so gute Kollegen bleiben und immer uns gegenseitig helfen können. Uns auch mal gegenseitig den einen oder anderen Dienst abnehmen können oder mal was tauschen können, miteinander reden können und auch wieder so ein bisschen den Frieden finden. Und auch wieder so ein Kollektiv werden, wie wir mal waren, auch wenn es jetzt hin und wieder mal hier und da Problemchen gab. Ich mag jeden einzelnen von euch, ich bin froh, mit euch arbeiten zu dürfen. Ich grüße euch alle, hab euch verdammt gern und wünsche euch natürlich auch allen nur das Beste für das Jahr 2022. Natürlich grüße ich an der Stelle auch die ganzen Klienten, Angehörigen. Ja, ein paar muss man einfach mal erwähnen. Wie gesagt, den Henry hatten wir schon. Auch meine liebe Edeltraut. Ihr seid tolle Menschen und ich wünsche euch natürlich nur Gesundheit für das nächste Jahr. Natürlich grüße ich auch all meine Zuschauer, die fernab von den Freunden hier zuschauen, sich das anhören, mich vielleicht schon ein bisschen kennen dadurch. Vielleicht auch nur durch YouTube kennen oder mich mal kennenlernen wollen. Keine Ahnung. Alle, die mich einfach kennen oder die sich das gerade anhören. Darüber hinaus natürlich auch die Pizzeria Bologna, das Autocenter Oberlausitz, den Advita Pflegedienst, das Familienunternehmen Kunze und das Tattoo-Studio Kuricha, der mich nun auch schon 6-mal
gesehen hat und immer wieder gut beraten hat und wo ich mich auch einfach wohlfühle. Danke an euch alle und danke, danke, danke und nur das Beste für das nächste Jahr. Wir hoffen natürlich, dass es wieder so tolle Momente gibt, dass es keine traurigen oder schmerzhaften Momente geben wird im nächsten Jahr. Wir wissen es nicht, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich schätze einfach jeden Tag, wo die Sonne aufgeht. Jeden Tag, den ich erleben darf. Jeden Tag, den ich mit guten Menschen verbringen darf, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kollegen, mit Personen, die mir einfach gut tun, die nichts Böses wollen und die auch nichts Böses in meiner Person sehen, die mich schätzen, die ich schätze und die mich einfach so nehmen, wie ich bin. Natürlich bin ich nicht perfekt, das ist niemand. Und das braucht sich auch niemand vormachen und das mache auch ich mir nicht selber vor. Ich weiß, ich habe Fehler, ich weiß, ich habe Ecken, ich habe Kanten und ich habe auch sehr, 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 sehr viele Macken. Aber die meisten meiner Freunde wissen, wie sie damit handeln müssen, wie sie damit umgehen müssen, wie sie mich nehmen müssen. Und ich versuche aber auch, euch so zu nehmen, wie ihr seid. Natürlich wird es nie ohne Probleme vonstatten gehen. Natürlich wird auch mal ein Streit dazwischen stehen, egal bei wem das ist, egal ob das auf Arbeit ist, ob das in der Familie ist, ob das im Freundeskreis ist, ob das mit irgendwelchen Personen ist, die man auf der Straße anrempelt oder sonst irgendwas. Wie schnell ist ein Unfall passiert? Wie schnell gibt es Missverständnisse? Wie oft sind die Menschen heutzutage gestresst, gereizt, genervt oder haben es einfach nur satt und lassen ihre Laune am nächstbesten raus, der denn gerade über den Weg läuft? Natürlich wird es sowas immer geben, aber ich bin ein Mensch, mit dem man reden kann und ich rede auch sehr viel und sehr gerne. Es gibt auch Tage, wo ich einfach nur still in der Ecke sitze. Und trotzdem bin ich irgendwo ein bisschen der Ruhepol. Ich versuche einfach, jedem gegenüber loyal zu sein. Ich versuche einfach, ein bisschen Frieden an die Menschen weiterzugeben. Ich versuche einfach, irgendwo was Gutes zu tun. Und trotzdem möchte mich niemand erleben, wenn ich mal aus der Haut fahre. Das möchte niemand. Viele haben es vielleicht schon erlebt. Einige haben es erlebt. Und viele wissen auch, wie das aussieht. Aber ich möchte einfach nicht. Oder ich möchte einfach. Oder ich würde mir wünschen, dass es einfach Momente gibt, wo man auch versucht, seine innere Ruhe zu behalten, wo man einfach sagt, okay, auf gut Deutsch drauf geschissen, das Leben geht weiter. Es gibt Tage, da könnte man pausenlos in die Ecke kotzen und ich sage das wirklich so salopp, wie mir das jetzt gerade mein Gehirn vorgelegt hat. Und es gibt Tage, da könnte man wirklich sämtlichen Dreck in die Ecke schmeißen. Und es gibt Tage, da könnte man alles verdammen. Ja, und da nerven einem auch die wichtigsten Personen, die man hat. Man ist einfach nur abgrundtief genervt und die ganze Zeit, die spielt uns da unheimlich mit rein. Und trotzdem wünsche ich mir einfach ein bisschen Ausgeglichenheit auf dieser Welt. Ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr Freiheit. Es muss sich ja einiges ändern und wir wissen genau, Wünsche, Emotionen, die können da einfließen. Aber es wird vieles schlechter werden. Und trotzdem müssen wir das so nehmen, wie es ist. Und wir werden vieles auf diesem Planeten nicht mehr ändern können. Aber wir können uns zusammensetzen und sagen, hey, alles was da draußen gerade losgeht, scheißegal. Wir trinken jetzt ein Bier, gucken einfach in den Himmel, schauen den Wolken zu, schauen den Sternen zu, genießen jeden Atemzug aktiv und genießen einfach den Moment. Denn jeder Moment, jeder verdammte Moment ist einmalig. Natürlich kann ich mich jetzt mit meiner besten Freundin oder mit meinem besten Freund oder meiner Familie treffen und kann das eine Woche später wiederholen, aber es wird nicht so sein wie vorher. Und wie man immer so schön sagt, so jung wie heute sehen wir uns nie wieder. Auch das ist richtig.
Und das Jahr hat mich wieder ein bisschen. Ja, man ist mit seinen ganzen Aufgaben ein Stück weit gewachsen. Man hat wieder dazugelernt. Man hat nicht alles richtig gemacht, aber man hat versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und alle, die dieses Video jetzt sehen, die mir jetzt zuhören, ich würde euch wirklich darum bitten. Schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine Nachricht. Oder wenn wir uns sehen, redet mit mir. Wie denkt ihr darüber? Es gibt einfach Momente, wo wir so schnell aus der Haut fahren und das im Nachhinein bereuen, wo wir uns sagen, diese Scheiße hast du dir gerade selber eingebrockt. Mach's das nächste Mal besser und du machst den gleichen Scheiß nochmal. Und trotzdem ist man einfach irgendwo, auch wenn es Tage gibt, wo man wirklich alles vergessen würde, sich verkriechen würde unter der Bettdecke oder mit dem Fingerschnippen. Winterschlaf, im Frühling aufwachen, vielleicht noch 30 Kilo abgenommen dabei, wäre nicht schlecht. Es gibt einfach solche Tage. Und ich weiß, wie schwer das ist, damit umzugehen. Aber Leute, bleibt euch selbst treu. Bleibt euch und eurem Umfeld einfach nur treu. Bleibt, ich bin wirklich, ich bin, was manchmal so Geburtstagsglückwünsche angeht, kein Mann der großen Worte. Das weiß ich selber. Aber das, was ich meistens sage oder schreibe, ist, bleib wie du bist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass einige Leute oder alle Leute, die ich jetzt gerade so mit genannt habe, dass die mir im nächsten Jahr erhalten bleiben. Ich bin natürlich immer offen für Neues. Ich bin auch nicht böse drüber, wenn ich nächstes Jahr neue Leute kennenlerne. Vielleicht geschehen ja auch noch Wunder, ich weiß es nicht. Vielleicht findet sich auch mal der richtige Partner fürs Leben. Auch einer, der vielleicht meine Entscheidung akzeptiert, keine Kinder zu haben. Vielleicht ändere ich meine Meinung auch nochmal. Ich weiß es nicht. Im Moment nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass alle diese Leute, die ich hier genannt habe, mir treu bleiben. Ich bleibe ihnen treu. Dass wir wieder ein schönes Jahr miteinander verbringen, auch wenn es immer schlechte Seiten geben wird oder schlechte Zeiten geben wird. Auch mal traurige Momente geben wird, auch Momente gibt, wo man einfach wütend ist oder sich zurückzieht. Ich wünsche mir einfach, dass ihr bleibt. Und dass auch Leute, wo es ein bisschen weniger geworden ist dieses Jahr, dass wir das vielleicht ein bisschen wieder in die Fugen biegen können, dass wir sagen können, okay, lass einfach mal wieder was zusammen machen. Das Jahr hat 365 Tage. Und sich für einen geliebten Menschen mal 2, 3 Stunden Zeit zu nehmen in so einem Jahr, was mir manchmal völlig reicht, das ist nicht zu viel verlangt. Da hat jeder andere Ansichten, aber das ist meine Meinung und ich denke, wenn ihr mal ein bisschen nachdenkt, wird euch das auch so gehen. Und ich, wie gesagt, ich bin wirklich froh darüber, dass es Leute gibt, an die man sich festhalten kann. Wo man einfach weiß, okay, ich habe einen beschissenen Tag, aber mit den Leuten kannst du reden. Und wenn es auch mal wirklich nur auf der Durchreise ist, ich halte mal schnell an, wir rauchen mal eine zusammen. Quatschen mal kurz. Oder steigt mal kurz mit ein. Wir fahren mal eine Runde. Eine Stunde durch die Stadt und um die Umgebung. Das ist manchmal sowas von wertvoll. Und solche Momente hatte ich die letzten Wochen zu Genüge. Und davon kann man nie genug haben. Weil wäre ich allein und hätte nicht solche Freunde, wüsste ich genau, ich würde mich jetzt wieder in einer Winterdepression befinden. Oder zumindest in einer Phase. Ja. Die sehr, sehr, sehr schwer wäre. Und das will ich einfach nicht. Und genau deshalb ist das so wertvoll, dass man solche Leute hat. Wir denken noch mal kurz drüber nach. Wir denken einfach noch mal drüber nach.
Und alles das, was ihr euch vornehmt für das nächste Jahr, oder für das nächste Jahr, haltet daran fest. Macht das Beste draus. Bleibt, wie ihr seid. Ich kann es nur immer wieder predigen. Ich will nur das Beste. Und ich wünsche mir nur das Beste. Für mich und meine Freunde. Und für meine Freunde und deren Freunde, deren Familie, der Freunde der Familie, der Freundesfreunde. Ja, und eigentlich der ganzen Welt. Und wir hoffen einfach, dass wir das im nächsten Jahr irgendwie alles ein bisschen auf die Reihe kriegen. Jetzt ist die Jahresabschlussrede doch wieder fast so lang wie die letzten Jahre. Unglaublich, wie man das immer noch schafft, das so auszudehnen. Klar, man versinkt dann ein bisschen in diesen Gedanken und man redet vielleicht auch wirres Zeug. Es ist nicht mehr früh am Tage. Inzwischen hat auch schon so gut wie der Heilige Abend eingeläutet. Aber man schweift dann einfach aus. Und man wiederholt sich vielleicht auch mal. Es kann vorkommen. Nichtsdestotrotz. Danke an alle, die dieses Jahr an meiner Seite waren. Alles Gute nochmal für das nächste Jahr. Meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kollegen. Und dass eben auch Leute, die hier dabei waren, die wir dieses Jahr nicht gesehen haben, es sind nicht viele, dass wir uns einfach nächstes Jahr wieder sehen, dass wir was zusammen machen. Und dass wir eben auch mal, wie gesagt, über diese Worte nachdenken. Und sagen, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben was zu essen und was zu trinken. Wir haben immer noch ein bisschen Geld, um uns vielleicht mal das eine oder andere zu ermöglichen. Und wir haben Leute, die zu uns halten und zu denen wir auch halten. Und wie viele Menschen auf der Welt gibt es, die mindestens eine Sache davon nicht haben oder gar nichts haben? Und darüber müssen wir uns bewusst sein. Und egal wie scheiße es uns manchmal geht, wir müssen drüber nachdenken, dass es uns eigentlich gut geht. Wir sind alle gesund geblieben. Wir sind uns treu geblieben. Wir haben immer noch dazugelernt. Und wir haben wieder ein Jahr hinter uns gelassen. Und es wird wieder ein Jahr kommen. Und auch das Jahr hat 365 Tage. Und wie schnell hören wir uns wieder zur Jahresabschlussrede 2022? Es wird nicht lange dauern, Leute. Glaubt's mir. Jetzt bringen wir erstmal die Weihnachtstage hinter uns. Rutschen alle gut ins neue Jahr. Der Winter geht vorbei. Es kommt der Sommer. Die Tage werden länger, aber auch schneller wieder kürzer. Weil wir wissen, wenn wir die Zeit genießen, vergeht sie viel zu schnell. Wenn wir alleine sitzen und nachdenken und die Zeit eigentlich schneller vergehen könnte oder sollte, dann vergeht sie nicht. Und diese Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht. In diesem Sinne, danke an die mir zugehört haben. Danke, die an meiner Seite waren und die an meiner Seite bleiben werden. Ich werde mein Möglichstes tun, auch an eurer Seite zu bleiben. Ich wünsche euch noch ein paar sinnliche Weihnachtsfeiertage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und ein gesundes neues Jahr 2022 und weiterhin Gesundheit, Glück, Erfolg, Liebe, Kraft und Zuwendung in allen Lebenslagen. Dankeschön. Und bis bald, euer Wolfi.